Moin. Jo, heute die Vorstellung eines Neck Knives. Das hatte ich vor einiger Zeit beim Christoph schon gesehen, beim Schnorris 58. Ich werde euch Link zu seinem Video in die Videobeschreibung packen. Das ist auch das Modell vom Christoph. Das hat er mir rumgeschickt mit einer gehörigen Anzahl an anderen Messern. Wir haben da noch eine kleine Aktion geplant für den September. Die wird also auch im Laufe der nächsten Wochen noch erscheinen. Christoph, erstmal vorab vielen, vielen Dank dafür. Ja, du bist halt der Knaller. Und das ist jetzt nicht mein Messer, aber da ich es jetzt schon mal hier habe und damals beim Christoph schon sehr interessant fand, ja, wollte ich das auch mal kurz in die Kamera halten. Das hat nämlich durchaus einige Vorzüge. Es ist nämlich das Outdoor Edge Le Duck, das Le Duck, die Ente. Und einer der Vorzüge neben vielen anderen ist zum Beispiel der Preis. Bei Globetrotter bekommt man das für knapp 30 Euro. Link zum Bezug packe ich euch in die Videobeschreibung. Und ich finde, für den Preis ist das ein feiner, feiner, netter Deal. Das ist ein anständiges Neckknife, wirklich zu gebrauchen. Dass die ganze Form ist schon interessant. Der Griff gibt eindeutig Le Duck, die Ente, vor. Der Schnabel, der Entenkopf, da sieht man gleich, woher der Name kommt. Alles schon ganz interessant. Der Griff ist gummiertes Kunststoff. Der wurde wohl aufgespritzt, würde ich sagen. Das hat man sauber gemacht. Der sitzt fest, da wackelt absolut nichts. Und der gibt in der Tat viel, viel Grip. Da sitzt die Hand sehr sicher. Obendrein bettet die sich einfach in diesen Griffraum hier ein, zwischen Klinge und Schnabelabschluss, nenne ich das mal. Meine Hände sind zugegebenermaßen sehr gequetscht, ist für mich ein bisschen zu klein, aber ich denke, den meisten Leuten wird das gut liegen. Und der kleine Finger schließt dann einfach hinten ab. Und die Nase hier gibt viel, viel Stabilität. Also das Messer wandert nirgendwo hin. Wir haben aber auch noch die Option, einen Fangriemen durchzufädeln, dass man das Messer noch ums Handgelenk befestigen könnte. Absolut durchdachtes Outdoor-Design von Jerry Hossam. Ich kenne die Messer von Jerry Hossam jetzt von Videos und Bildern schon seit ein paar Jahren. Ich weiß, dass der Orifil vor ein paar Jahren mal ganz, ganz scharf auf dem feststehendes Modell war. Ich war mir nur nie so sicher beim Griff oder so. Die sind halt immer sehr ungewöhnlich gestaltet. Gibt einige Messerfirmen, die seine Designs aufgelegt haben, Böker und Ontario und so weiter und so fort. Aber wirklich Erfahrung habe ich damit nicht. Aber eigentlich erkennt man schnell die Designs von Jerry Hossam, auch hier beim Klingenschwung. Bei diesem Messer haben wir hier eine Gesamtlänge von 15,5 cm. Klingenlänge effektiv sind ungefähr 6,5 cm. Wir haben eine Klingenstärke, die, wie ich finde, gut gewählt wurde für so ein Modell. Mit 2,8 mm nicht zu dünn, aber auch nicht zu dick, sodass es schneidfreudig bleibt. Der hochgezogene Hohlschliff läuft fein aus, das ist völlig okay, damit kannst du wirklich anständig schneiden. Ein schöner Helfer als Neckknife, der schnell gezogen werden kann, da kommen wir noch gleich drauf. Und für die Klingenlänge wirklich noch für viele, viele Schneidaufgaben tauglich ist. Klingenstahl haben wir den 8CR14 MOV, wie ich finde, ein sehr tauglicher Stahl aus China, den man wunderbar scharf bekommen kann. Mir gefiel der immer ganz gut. Und das wirkliche Highlight dieses Messers ist, beziehungsweise das Design und so und der Preis, das ist schon alles top. Und bevor ich es vergesse, hat ein Jimping und das packt auch, das greift sehr effektiv, gut gemacht. Also wie ich sagte, das Messer liegt super sicher in der Hand. Aber das Highlight ist diese Scheide hier dazu. Die ist wunderbar passgenau gearbeitet und hat halt hier so einen Verschluss. Passt halt wirklich perfekt rein. Dann hat man hier einen kleinen Nupsi, eine Erhebung. Die sorgt dann dafür, dass der Schieber gehalten wird und absolut
Null, null. Da wackelt nichts, nichts, gar nichts. Und auch wenn man zieht, der Schieber löst sich nicht von alleine. Das ist sehr tricky. Dadurch, dass es so sicher gehalten wird und dennoch leicht geöffnet werden kann, wenn man es um den Hals trägt, dann hat man einfach nur im Daumen diesen Schieber beiseite zu schieben. Die Scheide wird ja über den Hals gesichert, man trägt es ja und dann zieht man es raus. Also wunder, wunderbar. Das ist für mich wirklich ein Highlight. Vielleicht der beste Verschluss bei Neck Knives mit Scheide, den ich so je in der Hand hatte. Wirklich klasse. Laut Outdoor Edge, die dieses Messer ja hier herstellen, ist das auch absolut Molle-kompatibel. Also da haben sie wirklich, wirklich viel, viel richtig gemacht. Das ist für mich... ja, Messer, das designtechnisch sehr interessant ist, das vom Preis her toll ist, wie ich finde, von Materialien absolut okay und dann halt noch dieses Highlight hier hat, absolut top. Dann trägt es auch echt nicht auf, wir haben an Gewicht, ohne die Scheide haben wir laut meiner Waage knapp 45 Gramm, mit knapp 65 Gramm, also 65 Gramm ist dann auch sehr, sehr leicht, dass man ja, durchaus... hier eine Option sehen sollte, wenn man denn auf solche Neckknives steht. Hier nochmal ein kleiner Größenvergleich zum Vic Spartan, da haben wir sehr ähnliche Länge. Könnt ihr euch auch nochmal eine Vorstellung machen. Also das Le Duck, das die Ente, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja, bekommt von mir einen absoluten Tipp. Sehr, sehr cooles Teil. Alles klar, ja, danke geht raus an den Christoph. Danke für eure Aufmerksamkeit. Bleibt gesund. Peace. Ich bin raus.